müsste so sein, ja. Müsste denn schon 2017 jetzt sein, ja? Hallo, herzlich willkommen in 2017. Momentan ist es 2016. Es ist 22.44 Uhr. Ja, wie man hier oben rechts so im Bild sieht, ne? Also wir haben jetzt die aktuelle Uhrzeit mit drin. Ja, wir können ja auch. Die haben ja schon seit, keine Ahnung was wir nennen. Mein Mod reintun, dann hätten wir das Datum auch, aber das wäre zu auffällig. Ja, das stimmt. Wir wollen ja nicht. Der Mod funktioniert alles. Nicht mal. Ja, sicher funktioniert er. In 1,25 Stunden haben wir ein Problem mit deinem Mod. Ja, und das wäre aber das Kleinste. Ja, oh, das mach's doch mal ordentlich. Bin ich zu faul. Ich meine, dein Mod haben keine Ahnung, was so viele Leute runtergeladen. Siehst du, und keiner hat sich beschwert. Das ist mit einer Top-Sharp ist. Film und keiner hat sich beschwert. Keiner zockt 24 Stunden, deswegen. Wieso, was passiert denn alle 24 Stunden? Nix, nix. Das Datum schaltet nicht weiter. Der muss ihm alles sagen, das sollen die Leute selbst rausfinden. Naja, also Leute, wie gesagt, ne? Also es springt nicht alle 24 Stunden um, sondern alle 22 Stunden springt das Datum. Wenn die Folge rauskommt, ist das Ganze gefixt und bei uns halt noch nicht. Ja. Wann kommt denn die Folge raus? Naja, ich glaube mittlerweile schon über 10.000 Downloads, dann wird schon passen. Okay. Wenn nicht schon mehr, keine Ahnung. Und das findet man alles beim Modhoster von dir? Ja. Man muss ja ein bisschen Werbung machen. Eigentlich gibt's ja kein anderes Portal. Es gibt so viele Portale, das glaubst du gar nicht. Ja, okay. Aber große. Es gibt noch viel größer als Modhoster. Amerikanische. Ich kenne nur Modhoster. Gibt's viele amerikanische und englische. Und natürlich noch alles selbst. Oder wo glaubst du, kommen die ganzen komischen Mods beim Modhoster her? Die was keiner versteht, die Beschreibung und so. Ja, aus dem Ausland. Ja, aber nicht von jemandem, der den Mod da gemacht hat, sondern meistens von irgendjemand anders, der von der anderen Seite hat und dort einstellt beim Modhoster. Weil es gibt deutlich bessere Seiten, wo Mods viel schneller geupdatet werden und viel bessere Mods schon gibt. Nur das okay. Problem ist, die Seiten sind halt auch nicht so die wahrsten. Da sind 90% der Mods eh nur geklaut. Ah ja. Wobei es ja auch. Bin interessiert. Naja, wenn du selbst moddest, bist halt auch froh, wenn niemand dein Mod klaut und das sein Name veröffentlicht, oder? Nein. Aber alles ich gemacht. Ich hab immerhin viel Zeit reingesteckt, ich hab den Code genommen, kopiert und wieder hochgeladen. Ja. Ziemlich lange gedauert. Mein Name noch in Auto geändert. War viel Arbeit. Ich meine, es ist auch übertrieben, wie meine Leute darauf reagieren, wenn du wirklich mal einen Mod testest, der halt nicht von euren allen Modder ist, sondern wirklich geklaut ist und man testet den und die Leute dann runterschreiben, muss das Video löschen, weil ich da dann den Modder nicht den Modder unterstützt, sondern den, der ihn geklaut hat und hin und her. Das ist schon übertrieben, aber. Warum möchte er den Mod vor? Ja, eben. Ich tue weder was Gutes noch was Schlechtes für den Modder. Ich schaue einfach nur, ob er funktioniert oder nicht. Und da muss ich ehrlich sagen, ist es mir persönlich egal, wo der herkommt und wer die gemacht hat. Ich nenne auch keine Namen bei den Mods. Du nennst manchmal Namen? Ja, aber nur bei wirklich berühmteren oder der, wo ich sage, das ist ein guter Modder, den kenne ich selbst und der weiß, dass der Mod von ihnen ist. Beispiel Upside Down, die Mods. Genau. Den Namen erwähnst du. Ja. Da weiß ich aber auch, dass der Mod direkt von ihnen runterlädt. Und dass der Mod funktioniert. Ja, meistens. Ich habe mir mal einen Mod angeschaut, da gibt es so einen Roboter, der die das Gras oder beziehungsweise das Futter bei den Kühen automatisch in den Futtertrog reinschiebt. Mischwagen. Nee, ein Roboter, der kippt das vorne vom hast du eine Entladestreifen
Achso. Und beim Kuhstall. Und da schiebt der Roboter dann das in Futterdruck automatisch rein. Okay. Du brauchst also nur das Futter großflächig auskippen. Naja, und dann, und der Roboter, der Futterroboter, der führt dann das Futter automatisch den Futterdruck zu. Das ist auch keine schlechte Idee. Du kannst du dich denn, sag ich jetzt mal, ums Raps kümmern? Kippst da ein bisschen was aus, Gras auskippen, alles andere macht dann der Roboter, der führt dann, kippt das denn da, also schiebt das dann automatisch nach. Ja, auch nicht schlecht. Und diesen Roboter gibt es auch in real, also der Modvorsteller hat dann noch ein Prospekt gezeigt, wo dieser abgebildet ist. Naja, das ist ja auch so eine Sache bei LS. Du musst ja jeden Mod, den du baust, musst das ja in real geben. Das musst du ja schon beweisen können. Und ja. Du darfst ja nicht mehr selbst irgendeinen Mod dafür. Das ist auch so eine Sache. Wenn du einfach mal irgendeinen Mod erstellen willst, der was halt in real nicht unbedingt gibt oder nicht 1 zu 1 gibt, dann regen sie schon alle auf. Ja. Weil es ja ein landwirtschafts Simulator, das muss ja alles korrekt sein. Richtig. Also ich habe hier zum Beispiel ein Schneidwerk gehabt, da sind Räder drunter angebracht. Ja. Ich finde das Schneidwerk nun nicht mehr. Das hat der Standardschneidwerk ja auch schon. Ja, bloß dieses, dieses Standardschneidwerk finde ich halt nicht mehr. Oh, müsst ihr gucken, was das war. Was war eine EP oder das? Weil das ist ja auch ein schönes großes Schneidwerk. Das ist eine gute Frage, ich weiß. Aber es ist immer noch kein Millionär. Nee, aber wir haben immerhin 51.000. Wie das? War Raps so viel wert? 32.000. Für ihn so länger? Ja. Holla die Waldfee. Ja, war ja 1.500 pro Tonne. Und 21 Tonnen haben wir gehabt. Deswegen war nicht so schlecht, die Ausbeute. Das ist wohl wahr. So, na komm, Schlepper, komm. Da immer so lange braucht zum Beschleunigen, das ist ja nicht normal. So, wir haben das Feld auch gleich. Naja, bisschen dauert noch. Ja, haben heute doch schon viel geschafft. Und das fast in 75 Minuten fast. Und das fast zweimal schon. Das stimmt, ja. Haben wir zurückgesetzt. Überleg mal, wir hätten jetzt Feld 5, was du da an Raps ansehen kannst. Das wäre genau wie der. Feld 5 ist nur 11,95 Hektar groß. Und kostet nur 900.000. Ja, hast du doch so aus der linken Porto-Taste. Das ist Trinkgeld, was ich am Tag verdiene. Ja, deswegen ja. Oh, sieh zu, kauf das. Ja, wir müssen ja dazu sagen, wir sind gerade auf Feld 12. Feld 12 hat eine Größe von 1,69 Hektar. Das heißt, es ist 6 vorhanden. Also eh nicht viel. Schaut nur so groß aus, eigentlich. Ja. Servus. Was geht ab? Nichts. Feuer lang. Feuer lang. Und das nicht mal via GPS. Hast du ja oben GPS, muss er genau fahren. Das sehe ich nicht. Wow. Das ist die Zeit drüber. Achso, du hast das auf der Seite drin. Na gut, man könnte es in der LS sogar unten hin tun. Ich hab's oben Mitte. Ja, ich auch. Ja, wo ist da für eine Zeit drüber? Ich hab die Zeit oben rechts. Ich auch. Es geht ja jetzt gerade ums GPS und ich meine ja jetzt die Aufnahmenzeugs.
Ja, also, das habe ich bei mir unten links. Das habe ich oben links. Okay. Ich unten links. Ich oben Mitte. Genauso wie in Factorio. Ja, dann. Selbst schuld. Ja. oben links habe ich ja jetzt Inspektor. Ich freue mich schon wieder aufs Hochladen, ey. 25 Minuten und ich habe 31 Gigabyte. Ja, auch nicht schlecht. Ja, aber ich freue mich auch auf das Hochladen. Dann habe ich wieder eine ganze Nacht zu tun. Mhm. Ja, der Rechner, der macht das schon. Ja, deswegen, ja. Er hat halt deine 24 Stunden. Mache ich aber dann bei mir zu Hause über die Leitung. Deswegen kommt deine Folge erst im Februar. Nein. Ich hab darfst ja jetzt, du das jetzt mit einmal? Ich habe ja beim letzten Mal habe ich ja 28 Videos hochgeladen. Ja, unterschätzt auf die LS-Videos nicht, die sind größer als die Minecraft-Videos. Ja, ich weiß. Ich habe ja die LS-Videos, Minecraft-Videos, Planet-Base-Videos, da war dann glaube ich noch eins mit bei, mit hochgeladen. Okay. Also hintereinander weg. Na, ich muss noch die Folge für morgen hochladen. Was das machst? Ist bei mir schon alles fertig. Ich versuche so weit zu kommen, dass du dort drüben dann einfach machen kannst. Machen kannst. Und versuche nicht deine Arbeit zu zerstören. Hey ah. Leute, mein Tank ist gleich voll. Dein Tank ist gar nicht voll, da oben ist nichts gelb. 54 erst. Kannst du in meine Seemaschine kippen? Können wir mal ausprobieren. Müssen wir nochmal gehen. Dann bleib mal stehen. Wir öffnen den Kaktus. N. Dann öffnen. Normal müsste das gehen, glaub ich, oder? Ich komme zurück. Nee, weiter nach vorne ist so irgendwo, nee. Nee, will er nicht. Okay. Schade. Verzeihung. Ja, ich setze jetzt nicht nochmal zurück. Ist doch egal. Das Feld ist in Ordnung, bis auf diesen Strich da. Ach, nur doch nicht schuld. Nee, der Mistkiffer. So, dann kann gleich einer düngern gehen. Hof. Jetzt haben wir Schritt 2 schon erledigt. Düngern. Na gut, ja, düngen wäre jetzt dran. Nein, braucht ihr nicht. Ich hab dir schon mitgedüngt beim Aussehen. Nee, ist aber noch nicht gedüngt, oder? Natürlich, ist doch Dünger mit Verbrauch bei dir. Du düngst doch das Feld beim Aussehen ja, schon. Ja, wir können ja dreifach. Achso, doch, ja. Okay. Ja, ist aber die volle Phase gedüngt schon, ja. Das ist wahrscheinlich erst, wenn du 3 Stufen einstellst, also. Also haben wir Mais gesät, wir haben die Felder haben wir fertig bewirtschaftet. So, und jetzt müssen wir eigentlich Geld kaufen. Verdienen. Na, wir werden mal die Zeit leer, nein. Ein bisschen die Zeit höher. Prozent. Ja, kannst stehen bleiben. Wo ist das Preis? Preis lebe ich immer noch bei dem Apple Field. Hört natürlich aber auf 1 wieder runter, damit das der Preis bleibt. Ja, 1500. Dann bleibt wenigstens der Preis. Dann haben wir wenigstens das da. Da haben wir wenigstens Money. Moneymaker. Mirror könnte ja Zug fahren. Könnte ich rein theoretisch tun. Rein theoretisch könntest du auch noch warten, dass ich noch deine 12% nehme. Wäre auch was, ja. Nochmal holen fährst. Boah, ich fahr zu mehr. Der Zug fasst ja mehr.
Oder Murdoch fährt einfach zwei Runden, geht auch. Ja.